Ah, guck, das geht sogar. Na, das ist ja nicht alles. Oh. Ja, ja. Huhu. Guten Tag. Hast du schon bemerkt, dass Herbst wird? Wir haben bemerkt, dass Herbst wird. Deswegen gibt es jetzt was, was Saison hat, nämlich Wissing. Kohlsorten machen sich total gut und als Eintopf sowieso. Außerdem ist uns irgendwie nichts anderes eingefallen. Was? Doch, wir packen noch ein Suppenfleisch mit rein. Wir packen noch Suppenfleisch mit und auch ja, noch anderes Zeug. Bestes Gemüse von Welt. Es ist Herbst, wir machen Eintopf. Aus Wissing. Aus Wissing. Wir brauchen einen ganzen Kopf Wissing. Das ist ein großer und wir werden sehen, ob der ganz in unseren Kochtopf reinpasst. Ich hoffe ja. Außerdem zwei Gemüsezwiebeln, die habe ich sehr, sehr grob geschnitten. 300 Gramm Speck, auch sehr grob gewürfelt. Eine grüne Chili, die ist sogar optional, die muss man nicht reintun. Wir tun die aber rein, ohne Kerne. Danke. Vier Möhren, das sind so gute 300 Gramm. Einmal fein geschnitten, einmal grob geschnitten. Zwei fein, zwei grob geschnitten. Oder so ungefähr. Genau. Ja, das ist Suppenfleisch. Das ist Suppenfleisch, das kommt da auch rein. Und zwar ist das so knapp ein Kilo. Ja, in so grobe Stückchen. Grobe Stücke, größer als Gulasch. Damit sie schöner durchgaren. Genau. Ja. Eine grüne und eine rote Paprikaschote, auch sehr grob geschnitten. Viel Knoblauch, vier Zehen in unserem Fall, ein bisschen Butter. Zum Anbraten. Genau, zwei, drei Esslöffel Tomatenmark. Außerdem Salz, Pfeffer, Majoran und Kümmel. Als Gewürz. Genau, du kannst natürlich auch andere Kräuter nehmen. Ich empfehle aber die hier. Und außerdem braucht man Wasser und einen Kochtopf. Also, wir müssen jetzt erstmal anbraten. Wir nehmen jetzt unsere Cook4Me. Du kannst jeden normalen Schnellkochtopf auch verwenden oder einen ganz normalen Topf. Das dauert halt dann nur länger. Genau, also im Schnellkochtopf dauert es wahrscheinlich ähnlich lang. Im normalen Topf dauert es länger. Genau, Schnellkochtopf und Cook4Me dauert gleich lang. Mhm. Und was wir jetzt machen, ist erstmal die grob geschnittene Gemüsezwiebel, zwei von den Möhrchen, nämlich die mit den dünneren Scheiben, die die Chili, den Speck, Knoblauch und Butter anbraten. Das heißt, ich muss es da irgendwie einschalten, gell? Du musst da jetzt einschalten, genau. Klassisches Garen. Also das Ding hätte ja Bluetooth, ne? Ja, ja, aber habe ich jetzt nicht. Wir wollen braten, ne? Wir wollen braten. Aufheizen, bitte warten. Ich bin voll skeptisch, wie viel von dem Wirsing da wirklich reinpasst. Ich auch. Aber ich habe ja einen Plan. Ich habe einen Notfallplan. Und zwar, der fällt ja schön zusammen. Da können wir ja dann nachstopfen. Ja. Und einen Kochlöffel haben wir ja. Doch, haben wir. Na klar. Ich habe ja mitgedacht. Brutzel. Ja, schneller. Aufheizen, bitte warten. Ich warte ja schon. Also die Zwiebeln sind jetzt glasig und der Speck ist auch schon etwas nicht mehr ganz so roh. Genau. Mhm. Das heißt, wir können weitermachen. Okay, mit was? Mit Tomatenmark und Stuff. Und Stuff. Genau. Okay. Kriege ich den Kochlöffel oder? Ja. Habe ich das einfach gemacht und gar nicht gefragt, ob ich das machen darf? Ja, es ist eigentlich so wie immer, oder? Nein. Okay. Wir hadern immer noch damit, ob das da wirklich alles reinpasst, was wir denn alles da haben. Ich habe einfach beschlossen, wir probieren das jetzt. Aha. Und im Zweifelsfall füllen wir um in einen richtigen Topf. Und machen dann da drin nochmal, ja, ja, genau. Den Rest. Ja. So, und jetzt kommt? Der Rest. Alles das zusammen. Zeug, genau, einfach alles rein. Okay. Können ja einfach nur Suppenfleisch ohne Wirsing machen. Damit hätte ich jetzt weniger ein Problem, aber... Der Rezepttitel schon. Ja. Ja, da passt schon noch Wirsing drauf, schau an. Ja, ja. Zumindest ein bisschen. Jetzt kommen gleich noch mal ein paar Gewürze. Also Suppenfleisch muss jetzt auch tatsächlich nicht anbraten. Wenn es ein paar Bratstellen kriegt, ist nicht schlimm, aber so ist es nicht gedacht. Dann kommt jetzt noch, ja, ich würde jetzt mal sagen, ungefähr ein Esslöffel Majoran mit dran. Und, oh, der Kümmel ist noch zu. Oh, und wir tun halt ganze Körner dran, ne? Wir tun ganze Körner dran. Du kannst den auch rein mahlen, aber ich mag da ganze Körner lieber, wenn ich ehrlich bin. Soll ich dir irgendwie helfen? Nein, ich bin groß und stark und kann das alleine. Ja! Und ich bin groß und stark und kann das alleine. Oh Gott. Und da auch so ein Esslöffel ungefähr. Aha. Einfach damit wir uns nicht so tode pupsen. Ja, da könnten wir jetzt auch noch Kurkuma oder sowas ran tun. Das hilft auch gut. Ja. Wir wollten heute nur nicht schon wieder sowas Oranges machen. Pfeffer. Das war jetzt, keine Ahnung, so zwei Teelöffel und auch ungefähr so zwei Teelöffel Salz. Mehr brauchen wir jetzt erstmal nicht wegen dem Speck. So, dann müssen wir irgendwie schauen, dass wir den Wirsing dann reinkriegen. Genau, aber vorher kommt ein bisschen Wasser rein. Ah. So ein bisschen zum Ablöschen. Ja, und jetzt darfst du da mal Wirsing reinstopfen. Ich habe mal hier so ein bisschen was. Aber Wirsing fällt ja auch ziemlich krass zusammen. Ja, ich nehme an, wir stopfen da jetzt rein. Und dann machen wir den Deckel zu, warten 5 Minuten und dann ist da nur noch die Hälfte drin. Jetzt würde ich sagen, stellst du mal um auf Kochen oder vielleicht sogar Druckgaren. Möchten Sie das Braten stoppen? Ja, garen unter Druck. Wie lang? Ja, mach mal 5 Minuten. Ja, das heißt, wir warten jetzt, bis sich das Volumen unseres Wirsings etwas verringert hat und dann schauen wir nochmal nach und dann sehen wir uns auch. Das schreibe ich aber so nicht ins Rezept.
Nein. Ins Rezept schreibe ich, nimm einen Topf, der groß genug ist. Genau. Wir haben jetzt ein bisschen vorgegart, damit es da so zusammenfällt, ne? Genau. Also wir haben quasi im Topf Platz gemacht für den restlichen Wirsing. Ja, den und ich dir jetzt. Das ist jetzt tatsächlich auch wirklich der ganze Wirsing, den wir hatten. Ja, also. Der jetzt da reinkommt. Der ganze, bis auf ein paar Blätter, die man so gefuttert hat. Ja, der ganze Wirsing passt in die Cook for Me. Wenn du also auch eine Cook for Me hast, das funktioniert. Mhm. Wie lange haben wir insgesamt gegart, damit das jetzt so zusammengefallen ist? Ich glaube, eine Viertelstunde. Insgesamt eine Viertelstunde Schnellkochtopf, Druckgaren heißt es ja. Mhm. Hat gereicht, sodass dann jetzt wirklich alles reingepasst hat. Und damit machen wir jetzt noch eine halbe Stunde weiter. Und dann soll es eigentlich durch sein, wenn du keinen Schnellkochtopf verwendest. Denke ich, wird es 1,5 bis 2 Stunden dauern, bis das Suppenfleisch richtig weich ist. Kannst halt dann beurteilen. Und wenn dein Schnellkochtopf weniger Druck aufbaut als die Cook for Me, dann ist es wahrscheinlich auch ein bisschen länger. Du musst halt nochmal einschalten. Genau. So wie wir das auch nachher machen, falls es noch nicht weich genug ist. Mal gucken. Ja, auf einem normalen Herd zu köcheln, so leicht, ne? Ja, oder? Genau. Simmern. Vor sich hinschmoren halt. Ja. So, die Cook for Me sagt, du musst den Kondenswasserbehälter noch leeren. Ja, Schatz. Dies ist der Kondenswasserbehälter und den... Oh Gott. Ja, wir sind ja brav, ne? Genau. So, jetzt schalt mal wieder ein. Ja. So, wir haben ihn geleert und wir wollen weitergaren für 30 Minuten hast du? Genau. Halbe Stunde. Und also dann insgesamt 45. Soll es eigentlich passen. Und ich habe jetzt ungefähr einen halben Liter Wasser insgesamt dazugegeben. Okay. Größerer Topf, mehr Wasser, musst du gucken. Ja. Ja, und das heißt, wir sehen uns dann wieder, wenn die hier gebrüllt hat und wir etwas auf unseren Teller gefüllt haben, heißt, wenn wir probieren. Genau, wenn wir auch zufrieden sind, dass das Fleisch weich genug ist. Oh Gott. Das heißt, für dich ist es jetzt, für uns in 40 Minuten. Hoffentlich einer halben Stunde oder so. Ja. Genau, bis dann. Wie lange haben jetzt wir ungefähr noch gedampft? Also alles in allem ungefähr 50 Minuten, bis ich mit der Weichheit vom Suppenfleisch einverstanden war. Ja, aber grundsätzlich könnte man sagen, nach einer halben Stunde oder 40 Minuten ja, wäre es so auch schon. Ja, nach 40 Minuten wäre es auf jeden Fall essbar. Richtig gut war es so nach 50, 55 Minuten. Hm. Und ich denke, ohne Druckgarer, wie heißt das Ding? Ohne Schnellkochtopf würde ich jetzt 2, 2,5 Stunden schätzen. Ja, auf jeden Fall. Aber Eintöpfe brauchen halt und die sind richtig gut erst sowieso erst am nächsten, übernächsten Tag. Mhm. Wie schmeckt es denn eigentlich? Mhm. Mhm. Mindestens voll, ne? 2 Däumchen hoch, ja. Ja, Suppenfleisch braucht halt einfach länger. Mhm. Aber Eintöpfe sind ja sowieso so, dass die ja... Das macht warm mit, von innen. Mit jedem Mal aufwärmen besser werden. Was ich sagen muss, man schmeckt gar nicht, dass da irgendwas Scharfes überhaupt drin ist. Also ich habe ja auch nicht viel reingeschärft. Mhm. Es war ja nur ein kleines bisschen Chili. Ja. Und dann war gut. Und was ich auch total gerne mag, ist dieser fruchtige, es schmeckt auch fruchtig durch die Paprika da drin und so weiter. Wenn dir das gefallen hat, dann drückst du da unten auf das Däumchen nach oben. Und wenn du nicht verpassen willst, wenn wir wieder sowas rausbringen, dann drückst du da oben drüber, ist das mit dem Abonnieren, ne? Oben drüber auf Abonnieren und daneben ist so ein Glöckchen, da drückst du auch noch drauf, weil dann kann YouTube dich nämlich benachrichtigen. Falls du das alles schon gedrückt hast, perfekt. Dann gehst du in die Infobox und klickst dort den Link zum Blog an, weil da gibt es das Rezept zum Durchlesen und zum Ausdrucken und mitgesammelt von mir. Genau. Und danach kommst du wieder zurück und schreibst unten in die Kommentare rein, wie du das Rezept dann gefunden hast. Ja, das ist bestimmt total einfach, weil ich habe ja beschrieben, wo man es findet. Ja. Wie es dir schmeckt. Mensch, soll ich dir was sagen? Ich habe Hunger. Ja, Pech gehabt. Ich habe jetzt meine Portion hier. Ich will auch eine Portion. Wir gehen jetzt essen. Und wir sehen uns am dann. Am dann. Am dann. Mittwoch oder Samstag. Mal gucken. Genau. Wir wissen noch nicht. Bis dann. Ja, bis dann. Tschüss.